Jetzt klappt es auch mit der deutschen Übersetzung des Videos, das der Peter McCullough für uns auf einem Flughafen aufgenommen hat. Es ist auch ein bisschen mit den Hintergrundgeräuschen diese Version bereinigt. Und die Andrea hat die deutsche Übersetzung drüber gesprochen. Jetzt dieses Video. Großer Applaus, auch wenn er nicht hier ist. Er wird sich den Livestream-Replay an dieser Stelle sicher anschauen. Großer Applaus für Dr. Peter McCullough. Ich bin Dr. Peter McCullough. Herzliche Grüße an alle auf der Europe for Freedom Kundgebung. Ich habe allen US-Behörden sowie dem Europäischen Parlament geraten, dass sich die EU aus der Weltgesundheitsorganisation zurückziehen sollte. Die Pandemieallianz und die internationalen Gesundheitsvorschriften sind nicht im besten Interesse der Bürgerinnen und Bürger Europas und auch nicht im Interesse des Gesundheitswesens. Ich werde der WHO in keiner ihrer Richtlinien folgen, egal was in Zukunft passiert. Aber jetzt ist an der Zeit auszusteigen, frei zu sein, seine eigene Gesundheitsversorgung zu bestimmen, sein eigenes Schicksal zu bestimmen bei der künftigen Pandemiebekämpfung. Ich bin Dr. Peter McCullough aus den Vereinigten Staaten. Gott segne Sie. Und bevor jetzt die Edith uns den nächsten Arzt, der hier in Personam da ist, ankündigt, möchte ich Ihnen nur ganz kurz erzählen, jeder von Ihnen, der Twitter hat, bitte folgen Sie unserem lieben Kollegen, er ist heute leider nicht da, aus dem US-Bundesstaat Idaho, Dr. Ryan Cole, ein Pathologe, der vielen von Ihnen bekannt ist. Er hat in der letzten Woche einer Hexenjagd ähnlich seine Gerichtsverhandlung gehabt mit dem Nachbarstaat von Idaho, dem State of Washington. Und man konnte sogar live in diese Gerichtsverhandlung hineinschalten. Das war unfassbar, aber es haben großartige Beweisvorführungen von ihm, aber auch von Kollegen, die ihn unterstützen, hier wirklich den Ausgang kenne ich jetzt noch nicht endgültig beigetragen dazu, dass man sieht, auch Dr. Ryan Cole hat sich mit vielen Kollegen für das Wohl der Menschheit eingesetzt. Und ich möchte auch ganz liebe Grüße sagen zu vielen Kollegen in Amerika. Da gibt es die Global COVID Summit Kollegen, da ist Dr. Melon dabei, da ist auch dabei Kat Lindley, die war letztes Jahr auch im September in Österreich, da ist Jennifer Hibbert aus Kanada dabei. Das sind liebe Freunde, die ich grüßen möchte, weil wir sind hier, wir sind mit euch verbunden. Es sind Zehntausende Ärzte weltweit, die sich hier auch um das Wohl der Menschen kümmern und sich nicht davor scheuen, selbst wenn sie hexenjagdähnlichen Prozessen dann eben auch in solchen die Stirn bieten müssen. Sie tun es trotzdem und Sie und wir alle werden es weiterhin tun. Dankeschön. Ah!